Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Was ist eigentlich passiert, dass die Kirche immer mehr und mehr an Relevanz verliert, auch innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft? Dass so viele Christinnen und Christen sagen, Jesus ja, Kirche nein. Dabei hat doch Jesus die Kirche durch uns Menschen und mit uns Menschen in diese Welt hineingepflanzt. Reden und handeln. Das ist das Große, was bei Jesus in Einklang ist. Darum hat er die Menschen ansprechen, darum hat er die Menschen berühren können. Von ihm heißt es, die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Ja, der Kirche ist auch eine Vollmacht gegeben, die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein und zu allen Menschen zu gehen. Aber wenn Reden und Handeln nicht in Einklang sind, dann kann auch diese Vollmacht kein Gehör in dieser Welt finden. Beten wir daher darum, dass wir in die Lage versetzt werden, in unserer Vollmacht als getaufte Christinnen und Christen, als Kinder Gottes, die Welt von heute als die eine Kirche zu gestalten, die Jesus in diese Welt gerufen hat. Und bitten wir ihn um die Kraft, dass unser Reden und unser Handeln aus dem Glauben an ihn entspringt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, gib uns den Mut und die Kraft, uns von dir anleiten zu lassen, damit Herz und Stimme, Glauben und Leben im Einklang sind, damit wir so Zeuginnen und Zeugen deines Evangeliums in einer Welt werden können, die so orientierungslos ist, und als Kirche eine Gemeinschaft derer bilden, die von dir gerufen sind, die Welt von heute zu gestalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.